Hey, Chase, hast du kurz Zeit? Lass mich raten, das hat was mit dem Gefallen für Ellie zu tun? Ja. Ich habe mich freiwillig gemeldet, um den nagelneuen Polizei-LKW abzuholen, der heute Nachmittag an der Polizeistation vorgestellt werden soll. Und dabei haben Kriminelle dich in die Finger bekommen, richtig? Wow! Wie hast du das denn erraten? Ja, wow. Warte, ist er so schwer? Denke ich. Hier ist ein Tipp. Es ist die 6. Der LKW, Frank. Oh ja, sie sind ein bisschen damit rumgefahren, aber jetzt haben wir angehalten. Und wo seid ihr? Während der Fahrt habe ich ein lautes Nebelhorn gehört. Muss wohl der Hafen gewesen sein. Hafen, okay. Und dann hatte ich das Gefühl, dass wir über Gleise gefahren sind. Bahngleise, okay. Dann haben wir angehalten und ich konnte aus dem Fenster Krabby Cove erkennen. Du, ich bin gleich da. Wo? Hi und willkommen zu einem neuen Video, Freunde. Heute mal wieder eine Runde von Lego City Undercover. Und wir haben jetzt ja beim letzten Mal den Dojo besucht, den Barry oder wie der sich genannt hat. Und wir haben da Kung Fu gelernt. Das heißt, wir sollten jetzt uns perfekt wehren können. Und ja, eben gerade kam mir die schöne... Hey, geiles Auto. Ey, Mann. Eben kam mir die Ansage rein von so einem Typen... Es gibt ein Motorrad, lol. Immer her. Entschuldigung, Polizeiangelegenheit. Genau, wir haben gerade mit Frank gesprochen. Der hat mich gerade wieder angerufen, weil der irgendwie einen Gefallen tun wollte, dass er einen LKW abholt. So einen neuen Polizei-LKW. Und den wollen wir... sollen wir jetzt... wir müssen ihm helfen. Ja, genau. Und da sind wir jetzt auf dem Weg hin, weil... erstmal wieder nicht gepackt hat, den dahin zu bringen, weil er überfallen wurde, wie immer. Ja, Frank darf man echt so eine Aufträge nicht geben. Sonst, das geht alles nur schief. Abkürzung, oh Gott. Ah! Hey, voll die gute Abkürzung, Mann. Ah! Eingeparkt. Da wären wir auch schon. So, wie gut, dass wir gerade unsere Skills genannt haben, weil ich denke mal, da kommen ein paar Leute, oder? Ey, krasses Teil. Bist du da drin, Frank? Ja! Bist du das, Chase? Bist du hier, um mich zu retten? Psst. Bruder. Ja, Johnny, schon zu spät. Hol den Rest der Truppe und sag Mr. Chan, dass wir Besuch haben. Mr. Chan? Oh. Ah, ja. Die sind noch in der Nähe. Wir sollten leise sein. Ja, dann sei doch leise, Mensch. Oh. Bruder. Ja, dann, ne? Leute. Zack. Zack. Guck mal, den ersten können wir schon. Zack. Haben wir den ersten. Kämpfst du etwa da draußen? Ja, was denkst du, was ich denn hier tue, Alter? Zack. Nummer zwei. Na, no, natürlich. Es kommen mehr Leute. War ja zu erwarten. Ja, noch mit Speedern ankommen. Ist klar. Jo. Bist du alle gegen einen hier, ne? Ja, ist klar. Zack. Noch einer. Zack. Und, ah, weg ist er. Perfekt. Haben wir alle? Oder kommen jetzt noch mehr? Los jetzt! Wenn du Gas gibst, schaffen wir es noch zur Enthüllung. Mir reicht es schon, das hier zu überleben. Und ich dachte, ich hätte keinen Ehrgeiz. Tja. Gut. Hoffentlich schaffen wir es. Ich will Ellie nicht enttäuschen. Einer der Typen erwähnte einen Chan. So, Ahnung, wer das die Taste war es, glaube ich. Ah, der hat aber keinen Turbo. Chan Chuang. Der ist neu in Lego City, aber schon Inhaber des größten Chop-Shops der Stadt. Ah, ja. Ich hoffe, er kann kochen. Ein Chop-Shop ist kein Imbiss, sondern eine illegale Werkstatt, Frank. Oh, dann kann ich die Reservierung wohl stornieren. Als wenn du da... Bruder. Ja, und ich muss doch steuern. Alter, der fliegt einfach da oben lang. Läuft. Alter, ja, lass doch mal... Das ist ja wie auf der Achterbahn. Bloß ohne das blöde Anschnallen. Ja, sei froh... Alter, was für... Junge. Sei froh, dass du da angeschnallt... Hä, was labert... Alter. Der labert echt scheiße. Okay, wir haben noch 4 Minuten. Alter, zerstör nicht meinen Truck. Mit dem Kopf auf den Schrank geknallt. Ja, Alter, du machst unseren schönen kaputt, Alter. Lass den heil, Mensch. Das Ding hier Vollkasko versichert. Boah, Alter. Sie scheinen uns nicht mehr zu folgen. Nicht schlecht, Chase. Kannst du an der Ecke da vorne mal anhalten? Okay. Warum soll ich eine... Hä? Okay, jetzt wird mir doch... Ist doch ein bisschen schlecht. Okay, alles klar. Macht es dir was aus, wenn ich jetzt fahre? Ellie soll sehen, dass man mir vertrauen kann. Na gut. Genieß den Augenblick des Ruhms, Frank. Oh yeah. Ha. Jetzt ist er wieder heil. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, Marion. Ich muss die Brücke heute Nachmittag wieder eröffnen. Wo bleibt der LKW? Da kommt er.
Mann, sieht das schön aus. Als ob mich Ruhm und Ehre interessieren würden. Mein Publikum. Der LKW, Frau Bürgermeisterin. Auf die Minute. Super, so muss es sein. Bruder, ach du Scheiße, nein, Fred. Oh, das war so klar. Das war einfach so klar. Sorry, Ma'am. Hallo, Frau Bürgermeisterin. Hey, Chief. Danby? Honey? Waffeln? Was spielen wir? Gar nichts. Na, was haben Sie denn erwartet mit Frank als Fahrer? Das ist alles Ihre Schuld, Marion. Wow. Chase, ich brauche gute Neuigkeiten. Hast du Rex Fury gefunden? Tja. Na, wie hättest du ihn finden sollen? Der Chief hat dich doch vom Fall abgezogen. Ach, tatsächlich? Tja. So kann man das nicht sagen. Stimmt's, Chase? Nein. Nein. Genau. Ich wollte ihn nämlich verdeckt einschleusen in Chang Chuangs Gang. Der hängt übrigens mit Rex zusammen. Ja. Ja, ja. Boah, Mann, dieser Frank, ne? Der Bruder. Was ist los mit dem, Alter? Frank, Ellie, versteckt ihr euch hier unten? Tun wir. Ich gehe Danby so gut wie möglich aus dem Weg. Und ich habe eine Spinne gesehen. Wow, herzlichen Keine Glückwunsch. Ahnung, wie wir aus der Sache rauskommen sollen. Ich sehe da kein Problem. Meine Eltern kommen für den Schaden auf. Wie immer. Ja, super. Die sind steinreich, das wisst ihr, oder? Ihnen gehört das Hotel in Paradise Sands. Oh. Ach so, alles klar. Jetzt wird mir alles klar. Ja. Jedenfalls, Chase wird verdeckt ermitteln und braucht neue Klamotten. Na, Glückwunsch, Chase. Subi. Ah, ach so, perfekt. So wird man mich nicht erkennen. So sehen wir genauso aus wie die von Chance, die Leute anscheinend, oder wie auch immer der Typ heißt. Cool. Hm, mega cool. Hey, sieh mal einer an. Ich erkenne dich ja kaum wieder. Ja. Tja. Wer ist eigentlich dieser komische Typ hier? Ja, okay. Komische ich Typ versuch hier. Da mal in Chance Gang reinzukommen. Hoffentlich wurde die Brücke zur Hauptinsel wieder geöffnet. Hoffen wir mal. Dabei, Chase. Das war Chase? No. Alter, was jetzt erst macht er und den neuen Polizei-LKW kaputt und dann. Ach, nee. Also. Ach, ich verstehe aber nicht, wie man so blöd sein kann. Ja, und anscheinend geht es zu Chen Schrottplatz. Das ist ein Notfall. Oh ja, ist es wirklich. Entschuldigung. Ja, wir sollten jetzt ein bisschen kein Polizeiauto nehmen, weil sonst haben wir ein Problem. Gut. Dann wollen wir mal da irgendwo hinten hinfahren, um uns in diese Gang irgendwie einzuschleichen. So, einmal abkürzen. Oh, ach du Kacke. Was hat das denn für eine Lenkung, Mann? Einmal über den Platz. Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Hi Chase, Ellie schon da du wieder. Jetzt verdeckt ermittelst, hat dein Kommunikator eine neue Zusatzfunktion erhalten. Eine Aufnahmefunktion? Damit ich film-noir-mäßige Monologe halten kann? Nein. Enttäuschung stieg in mir auf. Aber ich ließ die Lady ausreden. Es ist ein Audioscanner. Richte ihn einfach auf ein Fenster, um zu hören, was in dem Raum gesprochen wird. Ach so. Du musst ihn aber von einem erhöhten Punkt aus einsetzen. Er könnte sich als nützlich erweisen. Ja, ich dankte der netten Lady und trat in die Nacht hinaus. Es ist hell draußen. Viel Glück, Chase. Achso, also müssen wir schon direkt einsetzen. Okay, dann tun wir das doch mal, ne? Hier soll ich hin, okay? Aber ich dachte, ich soll jetzt nach oben gehen oder komme ich hier hin? Hier kann ich klettern. Ich wollte gerade sagen, hä? Was willst du denn von mir, Bruder? Aber gut, die kann ich trotzdem benutzen. Ich dachte schon. Weil sonst kann ich die hier nur als Polizist einsetzen. Achso, das sind Seile, lol. Habe ich gar nicht gesehen, Bruder. So, dann sind wir da gleich in der Position, wo wir uns mal umhören können. So, wo kann ich denn... Achso, da zeigt er so Pfeile irgendwie an. Nach oben. Nach da, nach unten. Ah, hier. Hier kann ich was... Halte J, um die Rückhand anzupassen, okay. Warum ich dich anrufe? Ah, ja. Okay. Du bist spät dran fürs Vorstellungsgespräch. Wo steckst du?
Komm sofort zu Chans Limousinenladen! Beeil dich, Mann! Glaubt man das? Ah, ja. Dieser Bucky Butler? Das ist der, der in die Gang will? Genau! Treibt sich bei der Galerie rum! Ah, naja, da gibt's eine Menge toller kubistischer Skulpturen. Was meinst du mit kubistisch? Weiß ich nicht. Bucky Butler. Woher kenne ich diesen Namen? Alter, Bucky Butler. Vor 2 Jahren. Ich sollte an seiner Stelle zum Vorstellungsgespräch gehen. So komme ich vielleicht in die Gang. Supi, das ist gut. Dann haben wir ja einen Plan. Ja, Freunde, das war's mit der Runde von Lego City Undercover. Also, wenn euch die Runde gefallen hat, dann lasst gerne eine gute Bewertung da. Würde mich mega freuen und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder 13 Uhr ist. Also, haut rein und tschüss.